sind wir wieder im Hauptmenü. Und dann gucke ich mal, wie das jetzt aussieht. Extras haben wir schon geguckt. Da haben wir jetzt Konzeptkunst noch. Da haben wir hier zwei Bilder. Ja, da müsste man die wahrscheinlich noch freischalten. Ja, hier haben wir noch nicht viel. Die Credits haben wir gerade eben gesehen. Ein Weiterspiel, neues Spiel. Spieladen. Okay. Kapitelauswahl, hier haben wir. Ah, sehr gut. Hier haben wir die Kapitel von Six. Sehr gut. Das Hilfeforum hat mir geholfen. Hier haben wir die Kapitel von Six. Da waren wir zuletzt im Spiegelsaal mit der. Wenn wir hier mal runtergehen, sehen wir hier auch schon drei Kapitel, drei weitere Kapitel mit dem DLC, mit der neuen Charakter. Ja, bin ich mir sicher. Los geht's. Starten wir das DLC. Willkommen zurück zu Little Nightmares. Mit dem Zwergenfürst. Wir spielen das DLC. Eine Complete Edition. Und wir spielen hier den kleinen Jungen, dessen Name mir gerade noch sehr unbekannt vorkommt. Der mir noch gerade unbekannt ist. Den ich spätestens zum nächsten Stream mal herausgefunden habe. Jetzt sind wir hier in den Räumen vom Hausmeister wieder. Wo wir jetzt den kleinen Jungen hier spielen. Gerade haben wir noch geträumt, unter Wasser zu sein. Da zu sterben. Okay, Feuer haben wir nicht. Feuer können wir nicht machen. Gut. Wo müssen wir jetzt hin? Ist der Hausmeister noch hier? Da ist er. Ist das die kleine Six, die dort gejagt wird? Unten. Sieht doch fast so aus. Ist nicht erkennbar. Wir laufen jetzt nach links in die andere Richtung. Ins, was wir mit der Six getan haben. Okay. Jetzt sind wir hier. Blutegel. Okay. Das Auge kann es jetzt nicht sehen. Wir sind über ihm. Da kann es uns sehen. So, hier sind wir auch mit der Six damals lang. So, was nun können wir hier? Okay, hier können wir nicht hoch. Müssen wir da runter oder wie sieht das jetzt aus? Auch das DLC hier, absolut blind für mich. Wie es schon in der Hauptgeschichte war. Einige Räume dürften uns jetzt hier bekannt vorkommen. Jetzt mit dem männlichen Charakter. Ich glaube, wir gehen hier mal runter. Und wagen uns mal. Oh Mann! Nein, retten können wir uns nicht mehr. Unser erster Tod im DLC. Okay. Scheint aber so, als müssten wir da unten lang.
Wie ist dann nur die Frage? Ich habe da so eine Idee. Okay, jetzt mal hier schnell Sprint-Taste. Verdammt! Ich dachte, ich kann hier vielleicht mal um die Ecke dort. Death Counter 2. Haben wir jetzt wieder zurückgesetzt fürs DLC. Wieder ganz frische 2 Punkte, 2 Todespunkte. Da waren ja am Ende jetzt hier schon im dreistelligen Bereich mit der 6. So, wie wollen wir da jetzt rüberkommen? Vermute Latz, dass wir hier hinter irgendwie. Okay, hier werden wir gesehen. So wohl hinten lang, während der da. Ja, da müssen wir hinten lang. Ich vermute es doch. Da steht das. Da steht doch jemand. Er kann da stehen und wird nicht gesehen. Also jetzt aber schnell. Also jetzt hier können wir lang. Verdammt! Da müssen wir uns noch weiter beeilen. Okay, ich verstehe. Wir müssen die Zeit noch nutzen. Da helfen sich wieder die Tode. So ist das bei mir. Bei Let's Play Nightmares. Ich glaube Kit heißt der, wenn mich nicht alles täuscht. Ist mir gerade der Name eingefallen. Ich glaube Kit ist sein Name. Verdammt! Es war gewollt. Ich wollte es euch präsentieren. Wo man hier alles sterben kann. Kleines Sterbetutorial. So, wir warten noch ein bisschen. Und dann muss hier mal wieder sprinten. Und jetzt schon mal hier scharf in die Ecke. Und jetzt hier mal Action Schmeckchen. Puh. Okay, da sind wir gekommen. Bauklötze. Hier einen Bauklotz mit. Okay, sehr gut. Hier mal durch. Sind wir im Kinderzimmer. Der Strom ist deaktiviert. Na komm, knatsch, knatsch, mach die Tastatur. So, wo müssen wir jetzt lang? Hier durch die Gitter durch. Sind wir gleich am Anfang. Dort, wo wir mit Six begonnen haben. Okay. Oh. Kleines Mädchen, hallo. Das war nicht Six, aber es war irgendwie ein Mädchen. Sah zumindest fast so aus. Eine Gestalt. Also ich vermute mal, wir können hier hoch. Sehr gut, und jetzt hier. Vielleicht treffen wir Six am Anfang. Nein! Das habe ich gewusst, dass ich da sterben werde. Aber mir war nicht bewusst, wie ich runterklettere. Wir gehen jetzt hier ein bisschen rückwärts.
Das heißt, sie musste erstmal runterklettern statt auch raufklettern. Da fragen wir ja noch, wer diese Person ist, die uns hier vorausläuft. Okay. Ja, jetzt hier runterklettern. Ganz langsam. So. Hier meine ich lang. Da kommen wir doch gleich hier da, wo wir am ersten Part waren. Ganz der Beginn. Okay, ich weiß nicht, ob das gut war, dass wir hier rein sind. Okay. Ich glaube, das ist eher schlecht. Ich weiß nicht, ob wir hier reinfallen sollten. Können wir uns hier in dem Loch hochziehen? Durchs Wasser. Tja. Sind wir jetzt hier gefangen oder wie? Tauchen können wir da jetzt wahrscheinlich nicht. Hier entlang schwimmen. Hier ist eine Art Glas. Okay, hier können wir laufen. Was machen wir jetzt? Können wir den Koffer greifen? Ziehen oder die Kiste? Ich glaube, was ist jetzt hier die Aufgabe? Da können wir hoch. Können wir da hoch? An das Rad ran? Den Koffer verschieben, das können wir tun. Vielleicht bringt das uns weiter. Ganz schön nass hier. Ich verschiebe mal den Koffer, das scheint zu gehen. Es ist vielleicht eine Lösung. Nicht die Dose greifen. Darüber muss ich. Na, was machst du denn? Okay, greifen können wir sie wahrscheinlich nicht. Doch, können wir. So. Hier noch ein bisschen richtig schieben. Oder auch nicht. So, jetzt können wir doch bestimmt. Ja, können wir. Müssen wir nur mal hinkriegen. So. Und, na komm. Verdammt. Ja, das mit den drei Dimensionen hier. Drei Dimensionen auf einmal. Das kriege ich ja nicht hin. So schräg zu laufen. Ist mein Hirn zu blöd für. Ich habe irgendwie schon öfters in 3D-Spielen bemerkt. Das ist so ein bisschen die räumliche Vorstellungskraft bei mir. So ein bisschen zu merken, wo ich jetzt wann hinspringen muss, ist bei mir irgendwie kaum vorhanden. Es ist jetzt ganz schwierig, jetzt hier von so ein bisschen so schief zu laufen und so ein bisschen weit schräg und so, wenn der Koffer schräg unten ist. Ja, ich weiß, könnt ihr alle nicht verstehen. Eine Taschenlampe. Das kann ich doch gebrauchen. Sehr gut. Sixty hat einen
kleines Feuerchen. Der hat hier mit einem Feuerzeug Licht gemacht. Ich mache es jetzt mit der Taschenlampe. So. Wie durchs Wasser. Uah! Blutegel. Der kam jetzt überraschend.